Er schaut komplett entgeistert zu Jalan. Und ihr Er habt gibt mir dabei zugesehen? eure Hochwürden, ich habe gegen die Verbote unseres Herrn verstoßen. Ich war nicht in der Lage, meine Gefolgsleute zum rechtgläubigen Handeln zu bewegen, ihren Verstoß gegen Paulas Gebote zu verhindern. Schaut dich an, es ist eine Minute lang still. Niemand sagt was. Jalan, er schüttelt fassungslos mit dem Kopf. Jalan, wie wollt ihr jemals geweihter werden? Ich dachte, ihr wart so auf einem guten Weg, nachdem ihr euch aus den Schatten von Yol'Gummak wieder nach oben gekämpft habt. Ihr hättet am ersten Preios die Weihe empfangen können und jetzt lasst ihr Folter zu Zeiten der Priesterkaiser? Und wenn er ein Frevler vor dem Herrn Praios ist, dann wird das in dem Licht des Herrn wird seine schändliche Tat nach oben kommen, aber doch nicht in Folterkellern. Seid ihr denn noch bei Trost? Ich tat Ich alles, was kann ich gar mich nicht böse, imstande. ich kann gar nicht böse auf euch sein. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin einfach nur enttäuscht von euch. Jalan, ich habe beim Boten des Lichts selbst ein gutes Wort für euch eingelegt. Er hat nicht den Kopf für so etwas und wollte euch noch nicht die Weihe abnehmen. Euer schlechter Ruf, den ihr seit jeher. Ich bin so enttäuscht von euch. Ich meine, er deutet mit seiner Hand auf Rafim. Er kommt aus Al-Anfa. Er ist ein Söldner, ein Chorgläubiger. Man kriegt so etwas aus einem Mann nicht wieder heraus. Ich tat, was ich mich auch immer wähnte, um die Sache Paras gefällig abzuhandeln. War aber In nicht in einem der Lage, ihn. Folterkeller? Wir Ja, wollten aber. euch am ersten Preios die Robe überstreifen. Wir wollten euch ernennen. Und ihr? Ich versichere euch, zu jedem Zeitpunkt nur das Beste für die Kirche im Sinn hatte. Was sollte ich denn auch tun? Nicht zusehen. Ihr hättet von einem Akoluten hättet ihr entweder endlich zu einem Donato Lumini aufsteigen können, zu einem wirklichen Priester. Bitte geht. Wenn Praios euch diese Bürde abnehmen kann, dann er hat es gesehen, er wird euch diese Bürde nehmen, aber ich kann dies nicht. Nicht, wenn ihr nicht Einsicht habt. Ihr steht hier und sagt, dass es auf seine Art und Weise richtig war, dass ihr müsst wahrlich bereuen. Und ich sehe nicht, dass es irgendeiner von euch tut. Weder ihr Rafim noch ihr Jalan. Ich habe Mein Herr, dafür jetzt keinen Kopf. was ich hier tat, ich tat, was ich für nötig hielt. Und am Ende werden die Götter über mich richten, so wie wir uns alle. Und ich bin gerne bereit, mich ihrem Urteil zu stellen. Genau das wird geschehen, aber Davon bin ich überzeugt. ich habe jetzt keinen Kopf Ich kann gerade nicht klar denken. Bitte geht. Ich danke trotzdem für euren Einblick. Kommt ihr allein. Und Rafim dreht sich um und geht. Ja, geht hinterher. Abelmir streift mit Kiaras und Isarun durch das Villenviertel, oder wie macht ihr das? Also ich wollte auf jeden Fall im Villenviertel ein wenig mich umsehen. Ob ihr mitkommt, weiß ich nicht. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein wenig herumzustreuen, Abelmir? Nun ja, die Stimmung ist etwas gedrückt und Sollten wir nicht so schnell wie möglich versuchen, mehr über diesen Kult herauszufinden? Nun ja, wir können uns zumindest die Zeit vertreiben, solange die beiden dort unten sind.
Die Zeit vertreiben, das ist doch nun wirklich nicht die richtige Gelegenheit. Wollt ihr jetzt hier rumstehen oder wollt ihr etwas tun? Nein, ihr sollt zu eurem werten Kollegen gehen und mit ihm reden, ob er noch irgendetwas weiß. Ja, wir gehen in die alte Residenz und dann könnt ihr eure Fragen dort stellen. Ich meine, ich habe ja selber auch noch viele Fragen. Ich weiß ja nur unwesentlich mehr als ihr. Genau. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen um Jalan und ganz mit dem Auge. Aber nun, Rafim ist schon ein wenig niedlich, so wie er ihm das Hans abgegrabt hat. Aber er hat ihm wirklich ein Auge rausgerissen? Ja, es... Das ist so widerlich. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich war ein wenig schockiert und... Kiaras, wir sollten etwas tun, um die Stimmung in der Gruppe zu verbessern. Vielleicht einen kleinen Umtrunk? Was? Ihr hilft höchstens ein Gebet. Nun, ich meine... Gebet mit ein wenig Wein, ich denke, das könnte nützlich sein. Vielleicht sollte ich so etwas vorbereiten, dass wir heute Abend ein wenig uns entspannen und dann mit einem kleinen Segen zumindest gut schlafen können für eine Nacht. Ja, wenn ihr nach oben in den Himmel starrt, könnt ihr auch schon sehen, dass die Sonne langsam wieder untergeht. Der Splitter immer noch als die große Sonnenuhr, wie gesagt, hunderte von Metern ragt es hier nach oben von der Dämonenbrache und taucht dann die Stadt Gareth in einen Schatten. Ich werde in die Villa vorgehen und alles vorbereiten. Ihr solltet mit diesem Magister reden und herausfinden, was er weiß. Vielleicht das werden wir. Vielleicht können wir einen kleinen Umweg zumindest am Rande des Villenviertels machen. Ich würde gern sehen, was sich hier getan hat. Wir wissen gar nichts über das Villenviertel bis jetzt, nicht wahr? Naja, es ist ziemlich kaputt. Wollt ihr plündern? Wie? Das ist eine Unverschämtheit. Ich plündere doch nicht. Was interessiert euch denn das Villenviertel hier so? Da ist jede Menge Schutt, da kohlt es noch so ein bisschen vor sich hin. Na gut. Ja, aber mir sagt mir einfach, was ihr hier wollt. Also wenn ihr einen guten Grund habt, natürlich. Wenn ihr jetzt... Ich würde gern ein neues, wie sagt man so schön, ein Hauptquartier finden, das etwas angemessener ist für uns. Ein Hauptquartier? Nun ja, und unsere alte Residenz wurde doch langsam etwas eng. Seht ihr das nicht auch so? Und ich dachte mir, nun ja, es gibt doch hier jetzt jede Menge freistehende Villen, die man natürlich im Namen der Krone requirieren könnte. Abelmir, ich werde jetzt so tun, als hätte ich das nicht gehört, sonst bekommt ihr eine aufs Maul. Wieso? Ich handle... Eine Villa requirieren. Diese Villen haben Besitzer. Die sind tot, wahrscheinlich. Kein einziger woher von denen ist tot, ist abgehauen, bevor es passiert ist. Wir haben doch dem Willen, der neuen Residenz Bescheid gesagt, dass diese evakuiert werden sollen. Und auch alle umliegenden Gebäude, eben weil wir vermutet haben, dass Galotte darauf zielen wird. Und ihr könnt davon ausgehen, dass nicht eine einzige reiche Person in dieser Stadt gestorben ist. Wir können uns doch einfach nicht... Also, ihr wollt hier Immobilien anschauen? Nein, natürlich. Ja, ich meine, im Namen der Gruppe natürlich. Wir brauchen ein Hauptquartier. Das sieht ja auch wir so. Haben doch bereits ein Hauptquartier. Wir sind aber in der Villa meines Onkels untergekommen. Ach, nehmt es mir nicht übel, Karinor, aber ich möchte nicht dauerhaft in einer Villa der Karinors übernachten. Das versteht ihr doch hoffentlich. Nein, ich verstehe das nicht ganz und es fällt mir schwer, euch das nicht übel zu nehmen. Hey, wart ihr nicht selber auf dieser alanfanischen Expedition? Müsstet ihr das nicht eigentlich ganz toll finden? Ja, und ich weiß, was Alanfana... Seid sehr vorsichtig mit euren Worten. Drücken wir es mal so aus. Alanfana haben sehr starke Familienbande. Und könnt ihr für alle eure Hausangestellten die Hand ins Feuer legen? Während ihr gerade in Richtung der Innenstadt zurückgeht. Abelmir hat während des Gesprächs den Weg ganz intelligent gewählt, und zwar durch das Südtor, sodass ihr dann tatsächlich durch das Villenviertel geht, könnt ihr erkennen, wie vor der neuen Residenz eine große, es ist keine Schleifspur, es sind große Erdreste, ein paar Wurzeln, die da oben liegen, als ob sich irgendetwas Großes bewegt hätte, und zwar in Richtung Nordwesten. Etwas Urtümliches, Gewaltiges. Was ist denn das? Hat das schon mal jemand gesehen? Das ist neu. Das sieht ganz klar nach einem Fall von nicht unser Problem aus. Natürlich ist das unser Problem, wenn das irgendetwas Übernatürliches ist. Lass uns einmal schauen. Kann man sehen, in welche Richtung sich dieses Etwas bewegt hat?
Nord, Süd, Ost, West, irgendwie so richtig. Also von der neuen Residenz, ihr könnt ja dann sehen, wie da wohl ein Tor kaputt gegangen ist. Wenn ihr euch darauf zubewegt, könnt ihr sehen, dass da wohl ein riesiger Baum stand. Zumindest ist da ein riesiges Loch. Es ist kein Krater, zumindest kein Bombenkrater oder von irgendwelchen Artefakten, sondern da ist tatsächlich ein Baum herausgerissen, nicht entwurzelt und stapft dann mit Erde bröckelnd in Richtung Nordwesten. Ihr erinnert euch, zumindest gab es diese Gerüchte. Ihr habt bei den Aufräumarbeiten davon gehört, dass wohl eine uralte Blutulme aus der... Ja gut, die Gerüchte sagten die alten Residenz, aber vielleicht meinten sie auch die neue Residenz. Zumindest soll die wohl durch die Stadt gestapft sein. Sagen und Legenden. Abel mir erinnert sich. Der Name Garret rührt von der intelligenten Blutulme Argaret. Ja. Hier an dieser Stelle muss wohl diese Blutulme gestanden haben, die sich jetzt wie ein Schrat entwurzelt hat. Zumindest lebt sie noch. Ich glaube, ich gehe durch. Dreh durch. Da läuft ein Baum. Das ist kein Baum, das ist eine uralte Blutulme. Ulmen sind doch Bäume, oder? Ich glaube auch, dass das Bäume sind. Sicherlich, aber ich glaube nicht, dass es ein normaler Baum ist. Ja, ach nee. Dieser Baum stand schon seit Urzeiten hier, angeblich schon seit der Gründung Garets. Und lasst mich raten, jetzt wollt ihr, dass wir Jagd auf einen Baum machen. Nun, wir sollten uns zumindest unterhalten oder herausfinden, warum sie sich entwurzelt hat. Wir wollen jetzt durch dieses vernichtete Viertel gehen, über Trümmer klettern am späten Abend, wenn es dunkel wird, und um uns mit einem Baum zu unterhalten, der weggelaufen ist. Ihr glaubt, wir können uns mit einem Baum unterhalten. Ja. Da steht über den richtigen Zauber für so etwas. Nun, ich denke, ein Baum, der sich bewegen kann, ist auch in der Lage, sich mit uns zu kommunizieren, wenn ihr versteht. Na gut, das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Gibt es für sowas nicht Ruinen, die sich mit so etwas beschäftigen? Druidenmagie kann man doch nicht irgendwie trauen. Das ist doch also halbe Scharlatanerie, diese Naturzauber, also wirklich. Also die wissen doch wirklich nichts über irgendwie Theorie, also Praxis natürlich, kennt man ja aus Tobrien und die machen ja auch eigentlich ganz gute Sachen, aber naja, moralisch gefestigt und so sind die natürlich nicht unbedingt. Vor allem die stellen nicht die richtigen Fragen. Also. Ja, aber wir können jetzt auch nicht einfach irgendwie so einen Baum hier rumlaufen lassen. Also was, wenn der sich denkt so, ich hau mal hier irgendwelche Gebäude kaputt? Nun, ich denke mal, erstens, hier ist bereits alles kaputt. Und zweitens, der Baum war schon immer hier und vielleicht ist es ihm so ungemütlich geworden. Ich glaube, wir sollten seine Privatsphäre ein Baum hat doch keine Privatsphäre. Ich glaube, dieser Baum war ursprünglich der Ursprung des riesigen Waldes, der früher einmal stand, wo Garret stand. Vielleicht ist er sowas wie ein Kaiser der Bäume? Wollen wir dann wirklich mit diesem Baum reden, der wahrscheinlich wütend auf uns ist, dass die ganzen Bäume abgefällt wurden? Nun, wenn das eine Blutulme ist, dann ist das der heilige Baum der Hesinde. Also vielleicht ist da nichts Schlechtes dabei. Vielleicht sollten wir ihn fragen, warum er jetzt gerade gegangen ist. Weil hier eine Festung abgestürzt ist und alles brennt. Das ist eine ziemlich offensichtliche Tatsache. Vielleicht gibt es noch etwas dahinter. Dass hier überall dämonenverseuchte Magie im Umwerk ist. Sag, wenn ihr schon alles wisst, warum fragt ihr dann? Ihr fragt? Ja, und ich gehe an diese Sache ergebnisoffen heran. Und ich gebe nicht vor, schon die Antworten zu kennen. Von denen ich glaube, dass sie die richtigen Antworten sind. Jedenfalls ist es ein ungewöhnliches Vorkommnis und ich werde mir das ansehen. So lang kann das ja jetzt auch nicht dauern. Genau, das ist die richtige Einstellung. Habt ihr Fackeln dabei? Wir haben Licht. Nun, das habt ihr in der Vergangenheit ja schon bewiesen, dass ihr sehr viel Licht habt. Wie meint ihr das denn? Genauso, wie ich es gesagt habe. Und nun habt ihr Ausrüstung, um über die ganzen Trümmer rüber zu klettern. Ich denke, wir folgen einfach dem Baum. Der hat ja hier schon eine ganz schöne Spur hinterlassen. Ich denke auch. Dieser Spur zu folgen, das können selbst wir.
Seid nicht so negativ. So weit ist er doch noch gar nicht weg. Vertraut auf die Götter. Oh, auf die vertraue ich. Ich mache mir eher Sorgen um die beiden Magier. Ihr seid doch bei uns. Uns wird schon nichts geschehen. Das erfüllt mein Herz nicht mit Befriedigung oder Beruhigung. Eure Sorge ist süß, aber unbegründet. Nein, ist sie definitiv nicht. Nun kommt schon. Ich komme nur mit, um euch verkauft zu passen. Natürlich. Sicher doch. Ja, ihr könnt natürlich dann auch in Richtung Norden, Nordwesten aufbrechen, um das Villenviertel herum bei St. Taparinor. Könnt dann auch an den verschiedenen äußeren Teilen von Gareth vorbeigehen, da wo es immer dörflicher wird, da wo dann Garethien beginnt und die Bauern versuchen eben noch das restliche Korn einzuholen. Aktuell steht es wachsend dort. Ihr könnt keinen einzigen Bauern erkennen. Vielleicht sowas wie eine Schollenflucht, was ihnen vielleicht gar nicht so sehr zu verdenken ist. Zumindest ist es unglaublich leise hier. Die Spuren könnt ihr ziemlich gut folgen, führen dann ja weiter um Gareth herum und dann grob in Richtung Norden. Aber mir kann das grob in Richtung des Reichsforst ausmachen. Aber ja, wie gesagt, bei voranschreitendem Tage, wirklich viel Licht habt ihr nicht mehr. Ihr habt keine Ausrüstung. Legt nochmal die Hand in die Augen. Schaut nochmal nach. Also einen wandelnden Baum könnt ihr auf die Entfernung dann nicht mehr ausmachen. Der wird wohl schon einige Meilen weitergezogen sein. Das könnte man vielleicht versuchen, mit dem Pferd einzuholen. Die Spuren kann man auf alle Fälle sehr, sehr einfach lesen, aber das ist jetzt nichts, wo man binnen weniger Stunden dann sein könnte. Na, der Baum hat aber ganz schön Strecke gemacht. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Wie es aussieht, zieht er in Richtung Reichsforst. Vielleicht sind dort die letzten Verwandten oder Bäume, die er noch zu seinen Lebzeiten kannte, verwachsen. Verwurzelt. Wir sollten zurück in die Stadt gehen und im Hesindetempel Bescheid sagen. Vielleicht weiß man dann mehr über diesen Baum. Vielleicht hat er sogar einen Namen. Möglicherweise. Jedenfalls, ich glaube, wir können hier... Hatte gerade eben einen Namen genannt, aber mir? Ich glaube, mich zu erinnern, einen Namen. Argareth? Das ist ja sehr kreativ. Nun ja, Mittelreicher sind nicht besonders kreativ, das gebe ich zu. Dass ihre das Stadt nach einem Baum benennen. Aber nun ja, ich akzeptiere das. Zu großzügig. Also, können wir umkehren? Ja. Es scheint so, wir erreichen nicht mehr. Gut, und gut. So brecht ihr wieder auf. Seid ihr diesmal natürlich auch wieder ein Stück an der Sonnenkathedrale wieder vorbeigegangen, sodass ihr in der Stadt des Lichts dann auch wieder den Weg nehmen könnt und dann zur alten Residenz einbiegt, beziehungsweise von da aus geht es dann für Kieras nach Norden, um dort einige Sachen vorzubereiten und die anderen können dann, ja gut, die Zeit schreitet natürlich voran, aber vielleicht könntet ihr nochmal in Richtung des Sinnetempels gehen oder was auch immer. Währenddessen haben natürlich Rafim und Yalan auch ihre Wege vollbracht. Wo wollt ihr hin? Zur alten Residenz oder was wollt ihr tun? Sobald wir aus der Stadt des Lichts sind, packe ich ihn erstmal hart an der Schulter. Rafim, du elender Sauhund! Was? Du sollst zur Beichte gehen, um Reue zu zeigen und nicht... was auch immer! Bin zur Beichte gegangen, weil du das wolltest. Ich hab dem Mann erklärt, was mein Standpunkt ist. Scheiße, hast du mich gemacht! Noch tiefer in die Scheiße geritten hast du! Mein Junge, wenn ich dich tiefer in die Scheiße reiten wollen würde... Ich schau mich mal um, ist hier mal in Hörreichweite? Nehmen wir an, nicht. Dann würde ich diesen Arschlöchern davon erzählen, dass ein gewisser jemand sich zurückgezogen hat, obwohl der Anführer der Bandstrahler etwas anderes befohlen hat. Also wenn ich dich in die Scheiße reiten wollen würde, würde ich das machen. Ich hau ihm ins Gesicht. Perfekt! Ja, Initiative. Ersten Schaden kannst du austeilen. Ich mache jetzt meinen Schaden, ich finde gerade meinen... Achso, ja, was ist das Ding so? Dann darf Rafim natürlich eben auch. Ja, Yalan fängt mit dem ersten Schaden ins Gesicht an. Ja, nicht so gut. Ja, kommt nichts durch. Ach komm, was soll der Geiz schippen bei denen? Ey, Yalan, ein Schaden. Das reicht mir schon. Ja, was hast du für Rüstung am Kopf? 5. 5, okay. Also, ein TP kommt durch, ein TPA, und das ist dann eben auch ein SP, weil aufgerundet wird. Okay, erste Runde. Ja, dann, du musst anfangen.
Ich schwärze euch gleich mal an, verdammter Sauhund! Du merkst, dass Rafim immer breiter lächelt. Was? Wenn ich angrinst, schaue ich ihm noch eine. Ja, würfel, mein Freund. Ah, bitte. Erstmal. Ich prügel euch die Preisgefälligkeit schon auch ein! Erstmal würfelst du Angriff raufen. Genau, das war ja was. Muss ich auf ein unbewegliches Ziel wirklich angreifen? Nein. Jetzt seid ihr nicht mehr in Unbewegt. Der Kampf hat angefangen, er ist auch nicht mehr überrascht. Hast du deine Erschwernisse denn noch, mein Freund? Keine Ahnung, mir auch egal. Ja, hast du noch. Ja, du merkst, Rafim taucht kurz darunter weg. Ich bin hier der Ruhige und ich bin der Chorgläubige, mein Freund. Denk darüber nach. Denk einmal ganz scharf darüber nach. Du merkst, Rafim haut dich nicht. Er steht einfach nur und schaut dich an. Sieht ein bisschen verurteilend aus. Mach mal eine heilkunde Seele. Hab ich nicht. Ich kann dir eine heilkunde Wunden anbieten, aber ich könnte dir vielleicht eine Überreden anbieten. Ja, komm, gib her. Oder Klugheit plus 7 ableiten. Da wird bei ja, Rafim provoziert dich richtig. Ich tue einen Schritt zurück und zieh mein Schwert. Hör mir gut zu, Rafim. Das nächste Mal, wenn du so einen Mist bringst, werde ich dich höchstpersönlich zu Rheton schicken. Dann müssen wir nicht warten, bis wir dich zu Grabe tragen. Dann beschleunigen wir die Sache. Verstanden? Du machst die Sache hier ja noch richtig interessant, mein Freund. Ich schwöre den Baalen 12 Göttern, ich stech dich ab. Weißt du, das haben noch nicht viele zu mir gesagt und den nächsten Tag gesehen. Du, und dann pass auf, was du tust. Ach, jetzt lass uns erstmal ein paar böse Jungs jagen. Vielleicht kommst du ja auch mal wieder runter von deinem hohen Ross. Geht er dann weg oder bleibt er erst noch stehen? Da geht er. Und dann schaut ihm noch ein, zwei Minuten nach. Steckt er sein Schwert weg und geht leicht geschlagen nach Hause. Ja, Rafim ist relativ frohen Mutes und geht zur alten Residenz. Ja. Gut, da kannst du erkennen, wie Anson von Werheim dort steht, mit gepacktem Rucksack in einer Offiziersuniform, ist da wohl als Hauptmann herausgeputzt und guckt dich an. Wenn du dann am Eingang stehst, kommt auch auf dich zu. Rafim, ich muss los. Ich habe einen Auftrag bekommen vom Marschall, sprich von Ludolf von Wertling, und wir haben den Rat der Helden auch wieder aufgestockt. Ich kann jetzt allerdings nicht mehr dabei sein. Welcher Dragentod ist mit dabei? Das ist der Prüfstern vom Schwert von Raedricon hier bei dir. Hier, folgendes. Ich habe hier eine Karte. Leute, Namen nochmal. Ich kann mir das nicht merken. Ja, heißt alle gleich. Ja, der Marschall, Ludolf von Wertling. Marschall, ja. Willst du das jetzt aufschreiben? Komm, ich mach dir das. Rafim holt ein Zettelchen heraus. Ja, er nimmt dir sofort den Zettel ab und schreibt das für dich in einer schönen leserlichen Handschrift auf. So, das hier, Marschall Ludolf von Wertling, hat mir einen Befehl gegeben. Ja, er schreibt es auch gleich. Also er macht hier gerade Stenografie, schreibt dir genau das auf, was er dir jetzt auch sagt. Marschall Ludolf von Wertling hat mir einen Abreisebefehl gegeben. Ich bin als Hauptmann eingesetzt und werde die Finstermark erkunden, sprich das, was ehemals Tapazien war. Wir brauchen einen Speer dort. Ihr werdet noch nicht eingesetzt, denn er braucht euch wohl noch hier. Ich weiß nicht genau, was er mit euch vorhat. So, hier, pass auf. Melcher Dragentod. Prüfstein von Raedricon hier bei ihr. Melcher Dragentod. Ja, gib einfach bitte entweder Jalan oder Isarun diesen Zettel. Oder Abelmir, die können alle lesen, die können das auch alles verstehen. Das sind Adlige, ja, wichtige Leute. Mit wem rede ich da gerade nochmal? Mit Answin von Werheim. Mit Answin, okay. Ihr wart der Answin, richtig? Och, Rafim, ich bin ein wochenlang mit euch durch Tapazien gezogen. Ja. Manchmal wünschte ich mir, dass Nandos auch euch küsst. Ihr geht schon unter. Ihr seid jetzt nicht so die Persönlichkeit. Oh Mann. Okay, Rafim, diesen Zettel, der ist wichtig. Gib den bitte Isarun, die weiß dann, was zu tun ist. Außerdem habe ich hier eine Karte, ja, die ist zusammengefaltet. Bitte lass sie einfach so, wie sie ist. Wenn Isarun kommt, gib dir diese Karte. Ich habe noch zwei weitere Tempel herausgefunden. Sprich, der eine, der steht wohl unter der Taverne voller Humpen. Da müsste sie nachsehen. Und der andere ist wohl der ehemalige Praios-Tempel. Auch da solltet ihr bitte nochmal nachgucken. Praios-Tempel der Gerechtigkeit. Galan wird den schon kennen. Der soll wohl eingestürzt sein, aber da in den Kellern oder in den Katakomben soll wohl noch was stehen.
Gib diesen Zettel einfach Iso und damit wird sie wissen, was zu tun ist. Ja. Bitte, Rafim, das ist wirklich wichtig. Ich muss, wie gesagt, als Speer, er schreibt das auch gerade wieder auf, Speer in der Finstermark, ehemaliges Dapazien. Gut, ihr werdet mich eventuell doch wiedersehen. Ich bin Hauptmann der Armee und dort eingeteilt. Vielleicht reise ich auch ohne Identität, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, während ich dort offen agieren kann. Machen wir so. Wollen wir irgendwie ein Handzeichen vereinbaren, wenn wir uns da sehen? Könnt ihr da was? Ihr könnt doch hier so Attack, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir können uns auch über Füchsisch verständigen, wenn ich euch sehe. Wir wissen natürlich, dass... Also, ich erkenne euch, Rafim. Ja, dann ist ja alles gut. Und wenn du mit den anderen reisen solltest, dann werden auch die mich erkennen, auch wenn ich verkleidet bin. Egal. Gut. In der KGA war ich auch schon, beziehungsweise das, was noch davon übrig geblieben ist, da steht nur noch die Fassade, der Rest ist eingebrochen. Da hängt ein Zettel dran. Er macht wieder Notizen auf dem Zettel, dreht ihn gerade um, weil der komplett vollgeschrieben ist. Rondrigan Paligan ist auch aufgebrochen. Auch er sucht wohl die Leiche von Rohaya. Er hat irgendeinen Wisch dran gelassen. Den habe ich wieder abgenommen und verbrannt, weil der hat an so einer Fassade der KGA nichts zu tun. Also auch Paligan ist mittlerweile irgendwo im Norden und sucht die Leiche von Rohaya. Er ist auch weg. Das heißt, es gibt keine KGA mehr. Das ist schlecht. Gut. Ja. Nimm. Ich gebe das Isarun. Rafi macht seine Brusttasche auf, steckt die beiden Zettelchen da rein. Ja, er versucht dir so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und springt so ein bisschen hoch. Bitte. Ich gebe das alles Isarun. Kein Problem. Viel Spaß. Rafi überlegt kurz. Answin! Viel Spaß, Answin! Ja, das ist mein Name. Er klopft ihn nochmal auf die Schulter, zieht dann seinen Rucksack nochmal hoch und tritt dann aus dem Tor heraus, wo dann gerade Jalan eintrifft. Rafim sieht nochmal kurz stolz aus, dass er sich an den Namen erinnert hat und nickt sich selber. Hier, Jalan, ich habe gerade Rafim ganz viele Informationen gegeben, die sind wichtig. Bitte nicht vergessen. Warum tut ihr sowas? Warum? Weil ihr nicht da wart. Ich muss los. Wir sehen uns in der Finstermark. Ja. Natürlich. Was auch immer. Ja, zieht, wie gesagt, nochmal seinen Rucksack nach oben und geht wie ein Avis-Geweihter in Richtung Norden. Ja, du kannst sehen, wie Rafim da mit leerem Blick steht. Guck dich dann an, wenn du gerade um das Tor herum gehst. Ich gehe nicht zu ihm. Klopft sich ein bisschen auf seine Brusttasche. Ganz demonstrativ an ihm vorbei. Setz mich in die Trümmer des alten Pfarrersschreins. Ich halte Ausschau nach Isarun. Dann, ich würde gerne mein Abendessen auspacken, weil ich habe nichts dabei. Also, begutachte, ich wollte den Sonnenuntergang.